Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tut mir leid, dass es in letzter Zeit ein bisschen wenig Videos gekommen sind, aber das liegt vor allen Dingen an der Hitze und bei der Hitze geht es mir meistens echt nicht gut, dann werden auch die Videos nicht so toll. Und so eine geringe Qualität will ich echt nicht abliefern. Auch das Video wird wahrscheinlich nicht so mega gut, aber das Zeug, was ich bekommen habe, muss echt ausgepackt werden und ab in den Kühlschrank bei den Temperaturen. Und zwar habe ich mir wieder bei Marco direkt was geholt. Eigentlich wollte ich ja immer schrittweise bestellen, also einmal bei Impex, einmal bei Marco. Allerdings hatte Impex einen ganz bestimmten Film, den ich haben wollte, nicht. Weswegen ich bei Marco bestellt habe. Aber packen wir das Ganze mal wieder aus. Und gucken mal, was drin ist. So. Da wird auch hochprofessionell alles abgeklebt hier. Erstmal mit Papier. Übrigens habe ich mich so ein bisschen gewundert, warum, Moment, auf einer Seite, warum hier Vorsicht Glas drauf steht, denn eigentlich habe ich nichts aus Glas bestellt. So. Weg mit dem Papier und da sehen wir den Inhalt und auch eine tolle Möglichkeit, um mal kurz ein Thumbnail zu machen. So, Thumbnail ist gemacht. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir alles haben. Ich das ein bisschen festhalten. Ich habe mir größtenteils Fomapan geholt, und zwar mehrmals denselben, und zwar den Fomapan 100 Profiline Classic, und zwar viermal in Kleinbildfilm, zweimal in Rollfilm, weil ich damit ein bisschen experimentieren wollte, und dann auch auf dem Way to Fine Art, wo ich nicht weiß, ob ich das Video hier auch dazu packe zu der Reihe, aber ich glaube mal schon, mal ein bisschen öfter denselben Film entwickeln wollte, tut mir leid, dass das heute ein bisschen hakelig ist, aber ich... Hier ist mega heiß drin, ich musste auch gerade den Ventilator ausmachen, damit er das nicht die ganze Zeit im Video hört, also entschuldigt das bitte. Also ich wollte mehrmals halt denselben Film haben, um wirklich dann mal ein bisschen experimentieren zu können mit der Entwicklung und so weiter, um damit auch so ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Dann habe ich zweimal Kodak Tri-X, und zwar hole ich mir ja sonst öfter mal von Ilford den HP 5 Plus, aber der wird jetzt teurer und dadurch lohnt sich der Tri-X meiner Meinung nach ein bisschen besser. Darüber haben wir noch zweimal den Foma Retropan, den ich ziemlich lustig fand letztes Mal, als ich den gemacht habe. Also der mit seiner extremen Körnigkeit in Rodinal gefällt mir einfach super cool. Dann haben wir hier die obligatorische Lakritzschnecke. Darüber dann von Rollei den RPX 25, also ein 25 ISO Film. Ich wollte mal ein bisschen auf so mega niedrig empfindlichem Film fotografieren mit der RB67 und so weiter. Dann so Langzeitbelichtungen bei Landschaften und so weiter. Hörte sich ganz interessant an. Also würde ich gerne mal machen. Dann der ausschlaggebende Film dafür, dass ich bei Marco bestellt habe und nicht bei Foto Impex. Und zwar der Pancro 400. Das ist, wie man am Namen schon sieht, ein panchromatischer Film. Und zwar sind bei dem Film zwei Emulsionen übereinander, und zwar zwei Emulsionen mit einer verschiedenen Empfindlichkeit. Das bedeutet, der hat einen richtig großen Belichtungsspielraum, also auch richtig cool für Landschaften. Dann haben wir hier, wie immer bei Marco direkt, eine Karte. Ja, wieder an mich gerichtet. Vielen Dank, Marco. Und dann eines der wichtigeren Sachen, und zwar nochmal Fomapan 100, allerdings als Planfilm. Ja, hier steht ja auch noch ein bisschen was drauf, auch so ein ID und sowas. Als Planfilm für meine coole Planfilmkamera hier. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich natürlich da noch Einsatzrahmen für brauche, aber ich habe schon jemanden, der mir welche leihen könnte. Da muss ich dann demnächst mal mich drum kümmern. Das Ganze liegt hier übrigens in einer Schale in Weiß. Und zwar habe ich mir... Oh, ich sehe gerade, das ist alles mega überbelichtet. Also Lichtverhältnisse sind mal wieder komplett unkontrollierbar hier. So, das müsste jetzt wieder von der Belichtung wirklich gehen. Also, wie gesagt, ich bin ein bisschen kaputt von der ganzen Hitze und so weiter. Das ist eine Schale, die habe ich mir geholt, um darin verschiedene Sachen machen zu können. Denn den Planfilm hier kann man eigentlich auch ganz gut in diesen Schalen hier entwickeln. Obwohl man dann mit dem Kipp-Rhythmus ein bisschen aufpassen sollte. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr irgendeinen anderen Fotokanal. Dann hier mein letztes Video und hier dann irgendein anderes Video. Dann bin ich froh, dass ich hier mit dem Video durch bin. Es ist nämlich echt scheiße heiß hier. Und auf Wiedersehen.